Alles andere als drei Punkte wäre heute eine Enttäuschung für die Schwarz-Gelben, die im Jahr 2023 einiges vergessen machen wollen. Und Sie sehen, Paul will bei der Platzwahl und damit ist klar, Kapitän Knipping steht nicht in der Startelf bei Dynamo Dresden. Die heute im Tor spielen mit Driljatscha, Viererkette mit Militschenko, Lewald, Kammerknecht und Kulke, davor Will. Und für die Offensive stehen Hauptmann Aslan, Conte, Gogia und Borkowski zur Verfügung. Trainer Markus Anfang nach wie vor mit Unterarmstützen ausgestattet. Knie-OP Ende letzten Jahres. Der Meniskus hat gestreikt. Meppen in Blau von links nach rechts. Seit 13 Spielen ohne Sieg. Aber auch Dynamo kennt das Gefühl des Siegens seit langem nicht mehr. Der letzte Heimsieg stammt von Anfang Oktober. Meppen geht gleich früh drauf. Paul Will wird da unter Druck gesetzt. Erste gute Möglichkeit für die Gäste. Der Ball ist noch heiß. Vorn wartet Poiré und dann kommt Balmert. Driljatscha zum ersten Mal geprüft im Tor von Dynamo Dresden. Die Schwarz-Gelben immer gern über rechts, denn da haben sie einen schnellen, dribbelstarken Spieler. Das ist Conte, er geht da vorbei. Rückpass, dann Kulke, Anspiel wird reklamiert, aber Schiedsrichter Bastian Dankert entscheidet auf Weiterspielen und liegt damit völlig richtig. Schönes Solo von Conte, dann der Schuss von Kulke. Kein Handspiel. Spiel läuft weiter. Borkowski, Conte, die suchen sich gern und finden sich oft. Conte zieht jetzt mal in die Mitte, findet Hauptmann. Hauptmann! Tomaschke mit einer klasse Abwehr, Ball noch heiß. Gogia. Er kommt nicht durch. Paul Will kann den Ball nicht kontrollieren. Die Chance verpufft, aber eine schöne Aktion. Conte, Hauptmann, Tomaschke. Das Spiel über die rechte Seite. Das scheint Erfolg zu versprechen. Conte setzt da richtig zu, kommt auch hier wieder vorbei. Conte, Hauptmann, Hauptmann. Tomaschke, wie in der Szene zuvor, alle drei Hauptprotagonisten beteiligt. Conte, Hauptmann und Tomaschke hat auch hier das bessere Ende für sich. Starke 10 Minuten neigen sich dem Ende. Wir sind immer noch in der Anfangsphase. Das ist der weite Ball auf Kleinsorge. Militschenko zu weit weg. Und eine Riesentat von Driljatscha, der sich feiern lässt. Und in der Wiederholung wird man sehen, warum. Denn der Schuss von Kleinsorge, der ist richtig gefährlich. Und Driljatscha mit seiner rechten Hand dran, hat Glück, dass der Ball vom Pfosten an seine linke Hand geht und dann ins Aus. Markus Anfang sieht unzufrieden aus. Das war nicht der Beginn, den er sich erhofft hatte. Dynamo hätte führen können und Meppens Trainer Stefan Krämer einigermaßen zufrieden. Viertelstunde Leerlauf geht zu Ende mit einem Eckball von Aslan. Knapp 30 Minuten jetzt durch und Borkowski per Kopf. Kriegt da noch mit dem Schuh einen mit, kann aber weiterspielen. Dennis Borkowski in Nürnberg hat er Zweitliga-Erfahrung gesammelt, ausgebildet bei RB Leipzig. Meppen wieder mit dem langen Ball auf Dynamos rechte Abwehrseite. Und das ist immer gefährlich, vor allem wenn Poiré beteiligt ist. Der hat da wieder eine gute Idee. Poiré mit der Hacke hätte fast gereicht. 9 Torbeteiligungen hat er schon dieses Jahr. Der Pass wäre fast zu Matzak durchgekommen. Dann wieder Conte, Borkowski. Conte mit Geschwindigkeit. Conte dreht sich.
Und dann Hauptmann! Immer wieder die beiden beteiligt bei Dynamos Offensivaktion. Conte lässt sich da ein bisschen abdrängen, aber findet noch Hauptmann. Ball geht aber gut einen Meter am Tor vorbei. Das war's in der ersten Halbzeit. Hauptmann mit der letzten Chance. Und Markus Anfang schaut auf den Spielberichtsbogen. Wie viele Optionen bleiben mir in der zweiten Halbzeit nach der letzten Chance von Hauptmann? Geht's erst einmal in die Kabine und dann auch wieder frisch raus. Das ist Fassbender, neu eingewechselt bei Meppen. Und die Chance für Poiré. Da haben sie ihn hinten total vergessen bei den Schwarz-Gelben. Fassbender mit einer schönen Flanke auf Poiré. Aber jetzt die Konterchance für Dynamo. Denn Conte, der hängt sich da richtig gut rein. Conte, Borkowski steht daneben, Aslan auch. Und Conte probiert es allein. Doppelchance. Hier war richtig was geboten im Rudolf-Habich-Stadion. Fassbender kommt dann, Kulke vorbei und ganz hinten, da vergessen sie einfach Poiré, aber Triljaccia hat die linke Pranke draußen, hält diesen Kopfball sensationell. Offener Schlagabtausch. Beide Mannschaften geben das Mittelfeld fast auf. Conte, Schuss abgewehrt. Risch hatte noch den Fuß dran. Deswegen war der Ball nicht allzu problematisch für Tomaschke. Noch keine Tore in einem wirklich belebenden Spiel mit vielen, vielen Höhepunkten. Der nächste folgt prompt. Kammerknecht mit einem Kopfball. Hätte nicht Ecke geben dürfen. Da lag Bastian Dankert falsch. Das ist die darauffolgende Ecke von Kulke. Ball läuft erstmal durch. Borkowski sieht Conte. Und hat die Ecke folgen für Meppen. Das ist Conte. Am 1., 2., 3., 4., 5., 6. vorbei. Allerdings auch am Tor. Was für ein geiles Solo von Christian Joe Conte. Setzt sich da an allen seinen Gegenspielern vorbei durch und trifft am Ende nicht das Tor. Es wäre ein wunderschönes geworden. Dann geht Gugia. Für ihn Kutschke. Und das bedeutet bei Dynamo Dresden, dass Stefan Kutschke in die Sturmmitte geht und Borkowski auf den linken Flügel. Gugia blieb heute weitgehend blass. Kulke auf Borkowski. Borkowski sieht Kutschke und da ist das erlösende Tor für Dynamo Dresden. 1:0 für die Schwarz-Gelben durch den Kopfballtreffer von Stefan Kutschke. Es ist kein Abseits. Er steigt da hoch und touchiert den Ball im Stile eines Torjägers. Nur leicht keine Chance für Domaschke. 10 Minuten nach seiner Einwechslung geht Dynamo Dresden mit 1:0 in Führung. Drittes Saisontor für Stefan Kutschke und die Reaktion von Markus Anfang. Naja, endlich. Dresden führt. Der lang ersehnte Treffer, er ist endlich gefallen. Und was macht Meppen? Sie drehen hier Volllauf auf Offensive. Fassbender hat ja schon Poiré schöne Chance vorbereitet. Hier mit der Kopfballmöglichkeit, aber noch geklärt von Kammerknecht. Dynamo drückt auf das 2:0. Das ist der eingewechselte Vlachodimos. Beinschuss. Vlachodimos, Kutschke, Domaschke. Was hätte doch das 2:0
gut und gerne sein können. Kutschke leicht in Rücklage, kann die schöne Vorarbeit von Vlachodimos gegen Palmert nicht nutzen. Tomaschke klärt weiter 1:0 für die Gastgeber. Meppen wirft jetzt alles nach vorn. Sie haben alle Offensivkräfte gebracht. Kraulich, der stand allerdings in der Startelf mit einem Schuss, trifft aber nur die Wasserflasche von Drillyatza. 5 Minuten Nachspielzeit soll es geben. Wir sind in der ersten. Meppen, wie gesagt, wirft alles nach vorn. Fassbender, Palmert und in der Mitte steht Jansen frei. Ausgleich 1:1. Meppen mit dem späten Treffer. Marek Jansen, der kam erst in der Winterpause von Blau-Weiß Lohne und trifft hier bei seinem Drittliga-Debüt. Dann war Schluss. Bastian Dankert pfeift ab. 1:1 trennen sich Dynamo Dresden und der SV Meppen dank des späten Tores von Marek Jansen. Ja, ist unglaublich. Also ich kann es jetzt so kurz nach dem Spiel noch nicht in Worte fassen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also hätte ich mir nicht träumen lassen, so ein Debüt in der dritten Liga mit einem Tor der Mannschaft helfen. Also es gibt nichts Schöneres. Und nach dem 1:0 sind wir dann wieder mehr Risiko gegangen, mussten wir ja auch. Sind nachher all in mit allen Offensivspielern, die wir noch zur Verfügung haben, auf dem Platz. Und die Mannschaft hat sich für einen, ich finde, guten Auftritt verdient auch belohnt. Also ich bin mit der Leistung überragend zufrieden. Für Dynamo Dresden ist dieses Ergebnis ernüchternd. Torschütze Kutschke ist völlig bedient. Die Enttäuschung, sie ist ihm ins Gesicht geschrieben. Ja, sehr. Ich glaube, die Freude über den Treffer, das ist dann nicht so groß wie der Ärger darüber, dass man den Ausgleichstreffer kassiert hat. Und da ist die Frage, warum wir unser Spiel nicht so weiter fortführen wie bis zu der 70. Minute, wo wir ein Tor machen wollten unbedingt und haben uns dann hinten reindrücken lassen. Und das war eine Sache, das war dann zu einfach. Ja, generell haben wir so die letzten 5 bis 10 Minuten einfach ein bisschen Unruhe gehabt und keine Struktur. Dann kriegst du halt den einen oder anderen Flankenball rein und das kann halt im Prinzip jede Mannschaft auch in der dritten Liga, die ein großes Spiel haben, und wir haben sehr viele große Spieler und flanken dann die Bälle rein und dann kann es auch mal passieren, dass sich einer mal durchsetzt und das ist ärgerlich für uns, können wir aber nicht mehr ändern. Die Enttäuschung bei den Dresdner Anhängern ist natürlich auch sehr groß. Dynamo mit Trainer Anfang wollte hier den Neustart beginnen, am Ende reicht es nur für ein 1:1 gegen den SV Mepp.